Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox und willkommen zur nächsten Folge von We Happy Few, Folge 20. Wir sind immer noch in der Stadt, nach wie vor. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir so lange in dieser Stadt verweilen, aber wir verweilen hier nicht länger, war ja unser Lieblingssatz bei Vampire the Masquerade Bloodlines, denn die Quests werden jetzt immer weniger und ich finde, der Progress könnte so langsam mal kommen. Denn mich juckt es in den Fingern. Ich möchte was Neues sehen. Diese Stadt langweilt mich langsam. Euch langweilt es natürlich nicht, aber wir müssen weitermachen. In diesem Sinne, let's fucking do this. Hä? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Hi, not a big fan. Oder ich meine, warte. Rob. Rob war dein Name, genau. Der gute alte Rob. Ich weiß, ich glaube, ich habe dich sogar noch in Discord. War richtig nice damals. Muss ich jedes Mal dran denken. Ach. Das holen wir mal nach, Rob. Die VR-Session, auf jeden Fall. Muss jedes Mal dran denken. Nein, du sagtest, sie trinkt zu viel. Und dann sagst du... Da musst du halt durch, dass ich das sage. Ich hab den Faden verloren, Scheiß, sorry. Wir hatten doch das Trinkthema. Apple unterstrich Scheigei 1 ja, dass er das nicht so erwähnt. Einschaltungszeichen. Ja, okay. Jetzt, okay, da. Ja, jetzt habe ich wieder den Faden. Da muss Kraut durch, dass ich halt das jedes Mal erwähne, wenn es ums Trinken geht. Dass ich das als gutes Vorbild setzen möchte. So viel zu trinken. Denn Trinken ist wichtig, gerade bei solchen Temperaturen. Leute, wir schwitzen zu viel, wir sondern zu viel Flüssigkeit aus. Und es ist fatal, zu wenig zu trinken. Gerade im Alter. Das wollte ich damit sagen. Ich bin so schnell verliere ich dann immer die Peilung. Dr. Faraday ist halt unsere Vorzeigetrinkerin. Ja, richtig. Ich krieg ein eigenes Meme, das ey. Falsch. D. Jetzt, wo du es sagst. Vorzeige-Teetrinkerin. Das verharmlost dann schon wieder. Shit. Dr. Faradays Erntegerät für die Motilienpfütze verwenden. Gerade bin ich wieder am Bier. Hauptsache, das wird nicht zu meinem Signature-Move. D behaltet mich lieber mit dem Tee in Erinnerung. Das ist aus. Du hast Bier angesprochen. Jetzt habe ich immer die... Ach, egal. Ja, aber komm, Bier ist natürlich wieder gesagt, Disclaimer, wenn man das entsprechende Alter hat, vollkommen okay zu konsumieren. Es kommt immer auf die Dosis an, sage ich immer. Ja, wahrscheinlich mindestens. Mindestens 3,5 Liter Bier. Ich meine, wie viel Bier hatte ich? Das waren... also das System vom Festival war... Leute, ihr könnt doch jetzt nicht ein Bier aufmachen. Ich gehe jetzt in ein paar Minuten pennen. Ich muss morgen arbeiten und ihr fängt jetzt hier mit Bier an. Oh, jetzt macht ihr hier Party ohne mich? Gut, ich habe auch gestern Party ohne euch gemacht. Das ist dann eigentlich schon fair, dass ihr jetzt Party ohne mich macht. Und nicht weinen! Party. Oh. Von mir auch, Prost. Alles am Zamm. Nicht weinen, Mrs. Sackwell. Guck mal, was ich für sie habe. Tada! Ja, erstmal an der Zwiebel riechen. Ah, süß. Oh, goodness. You are too kind. Oh, look at these. Violet would love these so. Die ist süß. Alle anderen nicht. Ja, ich weiß, alle anderen sehen gleich aus wie sie, aber... Kein Dank. Achso. An Kraut, nicht an mich. I make it myself. When I can get the sugar and salt. And the meat, obviously. It's not really beef, but once it's jerky, who can tell? Aha, okay. Schlüssel zum Geheimgarten? Finde den Geheimgarten. Da hinten, okay. Ja, was ich sagen wollte. Also das... Bei einem Festival ist ja meistens so, dass es dann so ein Ticketsystem gibt.
Man zahlt eine gewisse Gebühr und kriegt dann quasi so eine Stempelkarte, so eine Art Stempelkarte, und dann kann man halt dann... Gut, eigentlich hätte man das nicht machen müssen, die haben jetzt ja nicht wirklich Gewinn gemacht. Ja, eigentlich schon. Doch, eigentlich war es clever. Die haben halt... Für die Leute, die wirklich dann... Also ein Bier hat 2,50 gekostet, so eine Stempelkarte hat 20 Euro gekostet. Das sind dann... 8. 8 mal 400 Milliliter Getränk. Für 20 Euro. Finde ich eigentlich ganz gut. Für diejenigen, die dann halt weniger als 8 trinken, dann haben die trotzdem halt gut gemacht, weil du bekommst das Geld nicht, das restliche Geld ja nicht zurück, sonst wäre es ja hinfällig. Jetzt habe ich so langsam das System gecheckt, weil eigentlich dachte ich so, hey, ich kann auch einfach 8 mal 2,50 zahlen, dann kommt es aufs Gleiche hinaus. Fast. Eigentlich schon, ja, aber egal. Wie viele Liter habe ich jetzt dann getrunken? 8 Liter. Nein. 8 mal 4. 8, 16. 3,2 Liter. 3,2 Liter habe ich getrunken. Also weniger als Kraut. Okay. Das wäre mehr. In the Garden of Bloody Eden. Now don't be greedy, Arthur. Tür zu, mach Tür zu. Mach die Tür zu. Ich möchte alleine hier sein. Don't be greedy. Ja, aber... Blumenvase. Swibble! Ja, was jetzt? Soll ich jetzt alles nehmen oder nicht? Bettlilie. Warte im Gar, bla bla, Blumenzwiebel. Wie soll es kommen? Ich konnte die Pflanzen nicht zum Wachsen. Jetzt in der Einheit Kraut. Ja, genau. Das heißt, ich habe gestern. Ein Kraut ist dann 3,5 Liter, richtig? Dann habe ich quasi weniger als ein Kraut getrunken. Kraut. Das ist international sich anhört. Ein Kraut. To the crowd. Das war Percys Spezialgebiet. Warte, warte. Soll ich jetzt hier ganz viel Zeug nehmen oder soll ich es jetzt nicht nehmen? Ja, scheinbar... Ja, extra die Aussage noch hatte, ich soll nicht geizig sein. Aber wahrscheinlich respawnt es hier vielleicht auch durchaus ab einer gewissen Zeit. Dass wir öfters mal hier vorbeikommen können und uns Sachen nehmen dürfen. Können wir hier noch rein? Ist hier noch irgendwas Tolles? Ein Besen? Ist es eine gute Schaufel? Oh, eine gute Schaufel. Nichts gegen eine gute Schaufel. Okay. Gut. Dann gehen wir hier raus. Was haben wir denn noch? Was schaffen wir in der kurzen Zeit denn jetzt noch? Ein Erntegerät. Ja, okay. Ich habe noch kein Erntegerät. Ich habe auch immer noch keine Regensachen. Okay. Dann, Hauptquest. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Schaffen wir vielleicht. Wenn wir gut sind, eigentlich sind wir gut, wenn wir nicht so rumschludern würden hier, wären wir eigentlich so gut, um wirklich Progress zu machen. Da waren wir. Da baue ich das Erntegerät. Eigentlich würde ich jetzt gern trotzdem, aber... Ja gut, es liegt eh auf dem Weg. Nochmal zurückgehen. Und mein Zeug lagern. Und wahrscheinlich schon wieder zu viel angesammelt. Sind wir schon richtig hier? Nee. Nee, noch nicht. Lauf ich falsch? Nee, ich lauf richtig. Okay. Ekelhaft. Nehmt euch ein Zimmer.
Aber an sich ist es schon eine friedliche Gegend. Gut, die konsumieren auch alle Freude. Was soll da auch groß passieren? Warum steht er da einfach nur rum? Ach, nevermind, der ist wahrscheinlich in seiner eigenen Welt gefangen. Ziemlich friedlich, gut. Auch überall streifen Bobbys rum und ist auch recht sehr bunt. Warum sollte es da auch nicht friedlich sein? Oh, eine Truhe. Achso, die Truhe hatten wir schon. Ja. Der Cricket-Schläger glitscht halt da so ein bisschen raus. War kein Indikator dafür, dass ich es geöffnet habe, sondern einfach nur ein Glitch. Leute, der 1. September steht schon quasi vor der Tür. Ist euch das bewusst? Das ist in sage und schreibe 1, 2, 3, 4 5 Tagen. Holy moly. 5 Tage noch. Und dann werden wir fucking Starfield spielen. Das wird was. Bloodlines 2 Infos. Viel wichtiger. Viel wichtiger. Denn Starfield könnten wir theoretisch feiern. Aber was wir wissen ist, dass wir Bloodlines auf jeden Fall feiern werden. Da wird sich nicht nur der Wolf und ich mich freuen, sondern natürlich auch Kraut. Und was lieben wir nicht mehr, als wenn Kraut glücklich ist? Ja, auf den freue ich mich schon. Beziehungsweise bin vor allem gespannt, wie du das machst. Der 24-Stunden-Stream. Ja, jetzt bin ich auch gespannt, wie ich das mache. Oh Mann. 24 Stunden, ey. Da ist eine 2 und eine 4 drin. Und zusammen gibt es dann 6. Das heißt, in meiner mathematischen Struktur komme ich auf die Variablen. Ich liebe auch nichts mehr, lange. Als wenn Kraut glücklich ist. Ja, genau. Ja. Jetzt habe ich wieder. Ey, heute verliere ich so schnell den Faden. Das ist unglaublich. Was wollte ich denn jetzt? Ich habe die Maske immer noch auf. Ist es eigentlich gut oder schlecht? Also der Anzug ist wahrscheinlich gut. Gut, dann laufen wir halt mit der Maske rum. Why not? Zum Behälter. Genau, das wollte ich doch eigentlich da lassen. Brauchen wir nicht. Herzet. Ah, okay. Ich dachte. Verfaulter Apfel. Das braucht man alles gar nicht. Alles, was verfault ist, weg. Mit Kraut muss ich mir immer viel Mühe geben, Kraut glücklich zu machen. Ja. Das ist das Wichtigste. Wenn Frauen glücklich sind, ist die halbe. Ist einfach die halbe Miete geschafft. Dann ist alles viel. Viel einfacher zu bewerkstelligen, weil einfach, ja, man möchte eine Frau als Verbündin haben und nicht als Feindin. Hab ich das vergessen? Nee. Ja, Starfield, 24-Stunden-Stream. Am 31. habe ich ja auch noch Zeit, da habe ich auch frei. Aber auch der Donnerstag, oder? Ach, Donnerstag ist der 31. Ja, 1. ist ja Freitag. Ich habe Donnerstag und Freitag frei. Den 31. werde ich ja dann dafür nutzen, erstens alle letzten Vorbereitungen zu treffen und vor allem auszuruhen, damit ich die 24 Stunden auch überhaupt bewerkstelligen kann, ohne Probleme. Zuerst dachte ich, dass der besagte Kumpel am 31. ja vorbeikommen könnte. Oder ihn vielleicht ein bisschen zu involvieren in den 24-Stunden-Stream, aber das wird sonst das wird zu chaotisch dann. Das ist ganz gut, wenn wir ein Thema haben, das wir verfolgen. Und ich feiere das halt jetzt schon 24 Stunden. Anti-Regentanz nicht. Oh ja, der Anti-Regentanz. Wenn es regnet, ey, Leute, wenn es regnet, wenn ich kein Internet mehr habe am 24-Stunden-Stream, vor allem gleich zu Beginn, dann weine ich. Aber richtig. Weil wieso? Nein, das darf nicht passieren. Ich muss mir irgendwie was einfallen lassen. Irgendwie. Wen muss ich bestechen, dass am 1. 24 Stunden
super Wetter ist. Danach kann die Welt untergehen. Da kann es schütten, wie es möchte. Ist mir egal. Vielleicht bete ich auch zum Wettergott einen Tag davor. Betet mit mir. Das muss gut werden. Jetzt gehen wir mal hier rein. You know what? Never mind. Next week? Arthur? Arthur Hastings! Lovely day for it. Don't you lovely day for it, me, you idiot. It's me! Sally! Yeah? I knew it was you. I mean, the glasses, the hair, the really adorable jacket. Don't ask me how, you're not that awkward little boy anymore, are you? But the way you walk, it's like the mask is even now. Just new. There's Arthur. Sally? You look fantastic. Bitte, ist schon hübsch. I've had it 2 weeks, I'm out of my mind with boredom. Hübsches Lächeln hat sie. Green and white checked. Your dress, the last time I saw you. Running out the door. That horrible gingham dress. God, that takes you back. You're off your joy. Oh, don't be ridiculous. Oh, ye of little fucking faith. I'm not gonna turn you in. Whatever possessed you to go off your joy? Percy. Oh, God. I saw a picture of him. I promised I'd look after him in Germany. I have to go and find him. How are you gonna get out? Do you even have a letter of transit? Absolutely. On my desk, in the city. Good Christ. Just tell the policeman that. I'm sure they'll wave you right on through. Yeah, haven't figured that bit out yet. I'm very close with General Bing. Of course you are. No. You always did have a knack for making helpful new friends. I mean, I could go see him and ask him to give you a letter of transit. Oh, die hat was mit dem. Don't put the deal out on my account. I'm sure you've only so many favours you can ask of him. My God. You still hate me, don't you? Yeah, well, I've only been wandering for the past 14 years. We were 16! How could you? Because I liked him. Because he had that adorable beard. I don't know, there isn't a reason for everything. You're the last bloody person who should be off his joy. I can't believe you are. Believe me. Take enough stuff. Oh, man. Look. Some downer broke into my lab last week, literally tore the bars off the windows, and the ridiculous thing is I forgot to lock the front door. Point is, it's a horrible, terrible world out there. I just don't see you smashing your way into the city without a great deal of help. Oh, no. Not me. I'm living on the King's Road right now. Of course you are. I couldn't exactly have stayed there, could I? Like, nothing happened. Look, I'm sorry. This isn't what I meant to... Maybe we could help each other. Maybe I could come by when I'm feeling... better? Brilliant. You arse. How about going to the King's Road, knocking on her door and apologizing grievously? And asking nicely for a letter of transit. She knows General Bing. Oh! Damn it, lads! She's Scarper! Oh! But what have we here? A friend of Miss Boyle's, innit? Funny. You don't seem all high and mighty. Perhaps we can express our feelings about Miss Boyle to her friend. Keep calm! Nein! Keep calm! Dass war klar, oder? Oder dich niederschlägt, wenn du dich umreißt. Wet blanket! I'll put a damper on you! Ah, weg! Links-Rechts-Kombination! Gott, ich muss mich heilen! Ah, Dreck! Oder wegrennen! Oder klettern! Verstecken? Oh, jetzt klemmt der Mist auch noch! Inventar! Ganz gut. Box on Panic. Panic at the Disco. Los, jetzt aber, jetzt. Bloody downer! Tack! Bam! So, jetzt aber gut hier. Richtiger Zeitpunkt für eine Inventur. Ja. Scarpers, didn't you? Aren't you the clever one?
Also, Not a Big Fan hat echt ein Talent für die richtigsten Emojis, ey. So habe ich auch geguckt, glaube ich. Und so hat vor allem Odin geguckt. Der chillt da dahinter, beim Subwoofer. Hinter dem Tisch. Ich raste hier so aus und der guckt mich so an. Oh Mann, ey. Gerade noch für einen kurzen Moment halt echt so sentimental wegen der Stimmung. Das war seine so wie ich es jetzt quasi vernommen habe, seine erste große Liebe. Und sie hat sich aber für einen anderen, viel älteren Herrn entschieden. Okay. 16 waren sie. Das ist nicht legal gewesen. No, no, no. Und sie ist bis heute noch mit dem General liiert. Sie stand schon damals. Oh, die hat einen Dad-Komplex gehabt. Dad-Issues. Nein. Okay. Kommen Sie darauf. Nach Hause? Just off to see an old friend on St. George. Oh, well, no need to be in such a hurry. The bridge to St. George is, under renovations. Oh, for how long? I hesitate to prognosticate, sir. Dr. Faraday's the only one who knows how to fix the, ridiculous contraptions on them bridges. Word has been sent. But we've not had the courtesy of a reply. Why don't you, go to Dr. Faraday's house? Because Dr. F has removed to a secret location, the, location which headquarters keeps, secret. All right. I'll ask your headquarters then. You some kind of troublemaker. Nein. Stay out of city business. Werde ich nicht. I'll make up with Sally. I need to get Dr. Faraday to come fix his bridge. So I need to visit police headquarters and find out where he's gone. Not risky at all. So, wir haben jetzt wieder mehr Punkte bekommen. 15 Punkte an der Zahl. Holy moly. Ja, mehr Nahkampfschaden wäre halt echt gut gewesen. Dann hätten wir gut getimt, dann hätten wir auch gut. Aber da waren auf halbe. Das war viel zu hektisch gerade. Ja, wir wollten hier Mission haben, wenn es dunkel wird. Deswegen machen wir das. So. Und besser heilen machen wir. Ist gut. Das ist gut. Und dann stand da plötzlich Sally an der King's Road. Ich frage mich, ob Winston Churchill je eine Rede einstudierte, aber dann beim Vortag nur hasserfüllte Anschuldigungen und Gift herauskamen, anstatt der Dinge, die er wirklich sagen wollte. Wahrscheinlich nicht. Sie war einfach die anmutige, den mürrischen Fesseln der Erde entschlüpfte Sally. Und dann sagte sie, dass sie mit Sir Robert B. befreundet sei. Oder vielleicht noch mehr als befreundet. Und von da ab konnte ich nur noch an jeden schrecklichen Abend denken. Ich wollte eigentlich schnell verschwinden, aber meine Beine bewegten sich nicht, dafür mein Mund umso mehr. Das wirklich Dumme ist, dass ich unbedingt einen Passierschein brauche, wenn ich zurück in die Stadt und aus Wellington Wells hinaus will. Und Sally bot mir an, eine zu besorgen, aber ich verscheuchte sie. Die Sache ist die, ich vertraue ihr einfach nicht. Sie war stets wundervoll, wenn sie da war, aber für eine Frau wie Sally gibt es immer bessere Orte und immer bessere Leute, mit denen sie ihre Zeit verbringen kann. Ohne schlechtere Laune, Leute, die sie aus irgendeinem Grund bevorzugt. Manchmal versteckte sie sich auch einfach in Percys altem Zimmer auf dem Dachboden und kam nicht mehr runter. Wer weiß, was jetzt mit ihr los ist. Ich könnte es noch einmal versuchen. Sie wohnt irgendwo an der King's Road mit Gittern an den Fenstern und einer unverschlossenen Tür. Es sollte nicht zu schwer zu finden sein und ich kann mich ohnehin nicht mehr zum Arsch machen. Ich habe also nichts zu verlieren, bis auf meinen Stolz. Mal wieder. Aber auf meinen Stolz kann ich verzichten, um Percys Willen. Ausrufezeichen fehlt da. It's a little extra complicated. Ja, Sally, is it? Liebe halt. Also, dem hat sie schon richtig angetan. Nach 14 Jahren. 14 Jahre war es, oder? 16? Vor 14 Jahren? Das heißt, er ist 30. Ja, rechnen kann ich. Vor 14 Jahren immer noch so Hass... Ja, was heißt Hass erfüllt? Er ist einfach enttäuscht. Ich glaube, Hass kann man das nicht nennen. Also, wenn ich jemanden hasse,
dann muss es schon mehr sein, als weil ich einen Korb bekommen habe oder so. Oder weil die Person meine Liebe nicht erwidert. Nee, da gehört schon einiges mehr und es gibt Menschen, die ich hasse. So furchtbar sich das anhört. Also, die wirklich unten durch sind, durch Taten. Die einfach nicht schön waren. Vor allem, wenn man im Großen und Ganzen sich ja trotzdem irgendwann mal gut verstanden hatte oder davor sich gut verstanden hatte, so eine Aktion durchzuziehen, ist... Moonwalk. Das ist Moonwalk, oder? Best day of our lives. Und how exactly did we run? Verschluckt. The Germans? Ja, ich. Gerade wenn man eine gewisse Beziehung zueinander hatte, finde ich. Klar, in manchen Situationen kann man nicht erwachsen reagieren. Und würde die Person oder die Personen sich entschuldigen, dann wäre das auch, ich weiß, ja, kommt drauf an. Jetzt würde ich sagen, ja, ich würde den verzeihen, aber momentan ist bei einer Person es noch zu früh, um zu verzeihen, weil einfach die Wirkung einfach viel zu krass war in dem Moment. Und gerade wenn Liebe da im Spiel war, dann finde ich, gehören manche Sachen einfach nicht. Das ist, finde ich, das zu schlimm, wenn manche Sachen passieren. Ja, schwierig, wenn man den Kontext nicht weiß, aber das, ja, auf den Kontext will ich jetzt eigentlich im Moment jetzt nicht eingehen. Vielleicht irgendwann mal. Ich meine, ich nutze ja das Gamen auch, um irgendwie meine Gefühle ein bisschen auszudrücken. Aber wie gesagt, also wegen dem Korb brauchen wir jetzt nicht hassen. Okay, ein bisschen müssen wir noch. Hallo. Hello. I'm attempting to locate Dr. Faraday. Can you tell me where I can find him? I'm afraid that information is not for public consumption, sir. I can tell him where to find Bobby Hickenbotham, though. Oh, for heaven's sake. He's not at a reform club again, is he? He was supposed to go to Ludzung. Well, apparently he feels so guilty that Dr. F has been deprived of the liberties, which are the birthright of every English citizen, he's gonna get his arse spanked. Constable Bevan, I'm not the public. I'm from the Department of Archives, Printing and Recycling. We're conducting an investigation into Dr. Faraday's hands. Während ich eine Maske aufhabe. To the maintenance of the inter-insular bridges. Two requests have already been sent by Miss Bing to your superior requesting this information. Markin. If I have to go back to the parade, Miss Bing's next letter regarding this apparently deliberate festinance will include the name of the last person I talked to. Will that be you, Constable, or the chap who keeps the constabulary's address book? In that case, sir, why don't you take the elevator on up to records? They'll sort you out. Thank you. I shall. Geht doch. Warum nicht gleich so? Is festinance. They deprived Dr. Faraday of his liberties, but he made all the bridges. Die Frage ist, ja, eigentlich müssen wir das dann noch durchziehen. Zumindest 15 Minuten haben wir ja dann noch. Was, wenn ich da drauf drück? Okay, nix. Das wäre der Panikknopf. Alles schließt sich. Oder der Partyknopf. Party oder Panik? Eins von beiden. Immer random, man weiß nie, was kommt. Happy is the country that has no history. Happy is the country that has no history. Nee, macht keinen Sinn. Du machst keinen Sinn. Vernehmungsbericht. Verhör... Sorry. P-A-N-I-C-G-A-R-T-Y-O. Verhör von Daniel Danglars durch Constable Jack Constable. Der Zeuge ist wohnhaft Shallow Street 2, St. George Home. Der Zeuge sagt aus, dass der Nebel gestern Nacht besonders dicht gewesen sei. Er wusste, er musste zum Fenster gehen und es schließen, da es in seinem Wohnzimmer besonders klamm war. Ich hörte einen Schrei, das erschreckte ihn so, dass er ebenfalls aufschrie.
Daraufhin tauchte eine Frau aus dem Nebel auf. Sie schien mit jemandem zu kämpfen. Sie öffnete den Mund, als wollte sie ihn rufen, aber dann bemerkte er eine rote Linie an ihrem Hals und sie brach zusammen. Dann erschien ein Mann aus dem Nebel und starrte ihn an. Er sagte, das Gesicht des Mannes sei ihm irgendwie bekannt vorgekommen. Der Mann verschwand wieder im Nebel. Als er Hilfe rufen wollte, flüsterte plötzlich eine Stimme in seiner Nähe. »Ich fürchte, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen.« Daraufhin schloss er das Fenster und versteckte sich unterm Bett. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Zeuge ziemlich verstört und fing an zu schreien, dass die Gendarmerie diesen Missetäter unverzüglich Einhalt gebieten müsse. Es wurde sofort ein Arzt gerufen, Dr. Trelawney, der eine gängige Dosis Freude verabreichte. Daraufhin erholte sich der Zeuge sichtlich und ging. Es wurde keine Frauenleiche in der Shallow Street gefunden, aber ein Jubler hat vor kurzem den Schauplatz des angeblichen Vorfalls passiert. Hä? So ein Rätsel oder wie? Eine Frau kam, dann kam ein Mann, der Mann verschwand. So kurz mal überfliegen, dass ich es auch peil. Eine rote Linie, ach, die wurde quasi... Okay. Jack the Ripper ist also unterwegs. Interessant. Fuck, ich wollte doch gar nicht. Is it not? Nein. No. Uh-oh. It's Arthur. Percival went away. Odd. There are some things you think you will never forget. But then. Oh, der sieht böse aus. You do. I'm Arthur. Arthur Hastings. Memories play tricks on you, do they not? Oida. You must get back on board. How old are you, Mr. Hastings? Oh, I'm 30. They typed my birthday wrong on the card. So, why are you here? No, I just need to take my brother to the train. Oh, okay, er durchschaut ihn also. Kann ich noch mal runter? Ich... Ich muss noch mal kurz runter. Ich... Mein innerer Monk muss doch hier noch alles durchschauen. Kann ich einfach weitermachen, ohne die Schränke aufzumachen. Ein Dietrich kaputt gemacht und ein Dietrich bekommen. Win-win. Ich glaube, die Pillenfläschchen brauche ich alle auch gar nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Was soll das sein? Sind das so Druckkammern oder so eine Private Dance Pole Station? Ich verstehe es nicht. Oh, da kann man rein. Ach, das sind so Saugrohre. So, wie heißen die? Luftpost. Rohrpost, meine ich. Rohrpost. Das Transportmittel der Zukunft. Push the button. Ach, jedes Mal drücke ich die Leertaste, die Dingens-Taste. Oh, was ist das? Schlüsselkarte zu Bobby Headquarter. Hier haben wir noch was. An Sergeant Sergeant. Oder wie spricht man das aus? Sergeant. Constable Bevan. Dr. Verloc plädiert weiterhin für die Festnahme und Inhaftierung seines ehemaligen Protégés, Miss Sally Boyle. Er behauptet, sie habe seine Formel entwendet und sei damit entschwunden. Ah, Miss Boyle. Haben sie wirklich ernsthaft geglaubt, sie kommen damit durch? Jetzt wie Alkohol. Ist nicht mehr gesund.
Oh, Elektroschocker, sehr gut. Was haben wir noch hier? Nee, da will ich noch nicht rein. Ich will mich erstmal hier ein bisschen nach unten gucken. Zum Beispiel. Tür zu. Nähzeug, yes! Ah, das ist jetzt quasi die Antwort darauf. Schon wieder? Haben wir Donnerstag oder was? Sagt Dr. V höflich, dass er uns mal am Arsch lecken kann. Sorry. Auch wenn sie nicht die einzige Quelle für Bombierfreude wäre. Freude wäre, würde uns der General den Kopf abreißen. Ah, sie macht quasi die Pillen, unter anderem auch die Geschmacksrichtungen. Und scheinbar ist die Brombeer-Variante gar nicht mal so einfach darzustellen. Brombeer. Gibt es Bier mit Brombeeren und heißt es dann, wenn ja, Brombier? Marc, hab ich gerade eine Marktlücke entdeckt? Bier mit Brombeergeschmack, das müsste doch... Und wenn es dann auch Bier mit Erdbeergeschmack, heißt dann Erdbier? Das will ich schwer hoffen. Die. Where do you think you're going? Ich glaube, ich bin da auf jeden Fall. Dann eine eklige. Ach komm! Mensch, Kraut! Aber ich bin halt merkwürdig, ich bin seltsam. Hallo? Constable Bevan said you're the chap who has Dr. Faraday's current address. That's right. I've got records of everyone's address back there. All alphabetical. I'm quite proud of it. So, where has Dr. Faraday relocated to? Oh, I can't tell you that. You're not a constable. Ja, schon Wunder, dass ich hier rumlaufen kann. Two of you to make one constable, if you had platform shoes. Right. Plateauschuhe heißt Plateauschuhe auf Englisch. You're very helpful. That's what everyone says. You know, I used to patrol the street. It was lovely. Shopkeepers give you sandwiches, ladies flirt, the warm sun on your coat. One misstep, and they put you in the records room. It's hardly fair. He was breathing when I left him. Irgendwie den Standort. Ja, ich bin ja dabei. I said, bugger off. Ja, ich gehe ja schon. Ich schätze mal, ich muss hier da reinknacken. Ah ne, ich habe ja die Schlüsselkarte. If they're alphabetical, ja, maybe I can find Dr. F's address myself. Hier darf ich eigentlich gar nicht rein. F für Faraday. Und vielleicht haben wir noch was wegen Sally. Sally Boyle. Oh, der kommt. Kann ich hier hochklettern? Nee. Ich muss hoffen, dass er einen anderen Weg läuft. Gut. Easy! Gibt's sonst hier irgendwas? Nee, ich muss ja dann wahrscheinlich... Mehr kann ich hier gar nicht rausfinden. Muss einfach zu F. KR. Einmal vorbeigelaufen. Hier. Oh, lovely. I'm famous. So, jetzt. Was haben wir denn? Constables sollten nach einem großen männlichen Freudlosen Ausschau halten. Circa 65 Kilo braun. Braun? Okay. Brille. Der Verdächtige könnte illegale Drogen nehmen, um so zu erscheinen, als würde er Freude nehmen. Auch wenn er harmlos wirkt, sollte er als gewalttätig und äußerst gefährlich beachtet werden.
Erst abschätzen, dann annähern, dann festnehmen. Sollte eine ungewöhnliche Menge an Kraft vonnöten sein, um die Sicherheit des Constables zu gewährleisten, wird niemand darüber entrüstet sein, wenn der Verdächtige den Jubler zum Opfer fällt. Ja, und das hat er jetzt mit mir in Verbindung gebracht, oder was? Schiebe ich schon wieder irgendwas nicht? Ich schiebe zum Beispiel einfach nicht, dass ich an F vorbeigelaufen bin. Deswegen gerade nochmal. Ich höre voll die James Bond Musik hier, ey. So, aber jetzt. Ah. Aha. He certainly does have this place organized. Dr. Faraday's in Lud's home. That's crazy. Why? And how do I get to Lud's home? Aren't they renovating it? So. Und raus. Du hast nichts gesehen. So, was haben wir rausgefunden? An Mrs. Beatrice Dalrymple. Dalrymple. Sergeant, Sergeant, ich erkenne die Notwendigkeit, Dr. Faraday in Dunsinane House zu isolieren. Aber du kannst nicht von uns verlangen, Lud's Home zu patrouillieren. Auf der Insel wimmelt es von Tu-Nicht-Guten, die von der Seuche befallen sind. Ich kann meine Constables nicht der Gnade eines Mobs mörderischer Verrückter ausliefern, die Altenglisch johlen. Johlen? Gott bewahre, dass einer von ihnen gebissen oder gekratzt würde, dann wäre es ums gute alte Maidenholm geschehen. Wenn es sein muss, ernenne jemand Vertrauenswürdigen, der nach ihr schaut. Wie wäre es mit Bobby Hinkingbottom? Er ist loyal, wenn auch nicht besonders verlässlich. Und wenn er gebissen würde, wäre es kein großer Verlust. Okay, wir wissen also, wo er jetzt ist. Etwas in seinem Haus. Das ähnliches wie... Ah, okay, Jo... Ah, jetzt, ja, Jolen. Ich hatte irgendwie Jodeln im Kopf und habe da irgendwie versucht, die Verbindung zu finden. Ah, Jolen, wie Hund... Geht schon wieder los, schreien sie schon wieder. Wie Hunde, Hunde Jolen doch, glaube ich. Oh, auf die Uhr, ja, ich weiß. Muss jetzt gleich Feierabend machen. Boah, die ist ganz nervös hier. Alright. Ist gut. I'm so looking forward to the Battle of Flowers, aren't you? What was all that about Bobby Hickenbotham? He's supposed to check up on Dr. Faraday, but he's at the Reform Club instead, getting his ass spanked. Hmm. He must have some sort of ID that lets him cross to Lud's home. Maybe I could borrow it. Hey, was jetzt? Ah, okay, es sind zwei unterschiedliche. Scheinbar in der Vierzeit im Reform Club, wo er bestraft wird, wenn ich seine Berichte. Ah, okay. Zwei Quests bekommen. Ja, gut. Ja, dann machen wir hier jetzt Feierabend. Schon spät. Und, sind aber trotzdem gut in der Zeit. Speicher schon mal. Wahrscheinlich tauchen wir eh dann wieder woanders auf. Aber ist ja nicht schlimm. End New Episode. Ja, wir sind weitergekommen. Wir wissen jetzt, welche Aufgaben wir haben. Und zwar sind neue Aufgaben dazugekommen. Wir haben die äußerst hübsche, aber ein bisschen chaotische Sally, mysteriöse junge Dame kennengelernt. Scheinbar eine Kindheitsliebe von unserem Arthur. Nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt doch langsam mehr der Polizei stellen, denn wir werden uns wahrscheinlich jetzt auch näher an dem General dann trauen und so langsam befürchte ich, können wir nicht mehr so heimlich herumlaufen. Aber wir können auf jeden Fall weiterlaufen, viel weiter in das nächste Gebiet und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt, We Happy Few mit mir, mit der Community. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.